Hallihallo, Hallöchen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge Mundown. Die letzte Folge haben wir hier im Keller beendet, an den komischen Skizzen. Wir sind sozusagen in einem neuen Bereich angekommen des Spiels, oberhalb des Berges oder, nein, nicht oberhalb, aber weiter oben, sagen wir es mal so. Hier führt ein komischer Weg lang, den ich aber trotzdem tatsächlich ganz gerne mal beschreiten würde. Ich habe halt einfach gar keine Lust auf Gegner, weil wir haben gar nichts mehr zum Verteidigen. Aber hier sieht es erstmal ruhig aus. Kann es leider nicht genau beobachten. Ach, wir kommen hier unten wieder raus. Nee, hier sind die Strohmänner. Da habe ich gar keinen Bock. Wir müssen uns jetzt wohl oder übel erstmal immer wieder in den Truck setzen. Und die Typen überfahren. So, mein guter Ei, vielen Dank fürs Führen. Hier unten geht's noch lang. Wir könnten hier den kompletten Berg runter. Da hinten ist auf jeden Fall Licht. Ah, eigentlich wäre ich gerne oben bei den Strohmännern jetzt wieder vorbei mit unserem Mufell. Aber es wird ja einen Grund haben, dass uns die kopflose Ziege hierher geführt hat. Schon wieder Munition. So langsam wird es mal Zeit für ein Gewehr. Dann fühle ich mich auch etwas sicherer unterwegs. Im Fernkampf machen die mir eigentlich nicht so viel aus. Wir haben hier, glaube ich, noch eine Seilbahn. Hatten wir in der letzten Folge auch ein Schild gesehen, dass es noch eine geben soll. Das ist ja zum Glück nur so ein Heuhaufen. Oder Strohhaufen. Es geht zum Friedhof und wieder zur Kapelle. Ich hoffe jetzt... Wow. Alter, hat die Pflanze mich gerade erschreckt. Irgendwas ist komisch. Wollte gerade sagen, ich habe ein bisschen Angst, dass sich das Ding in so einen Strohmann verwandelt. Würde es ganz gerne anzünden. Wir können es nicht anzünden. Doch, wir können es anzünden. Aber vielleicht sollten wir uns... Hier ist auch noch so ein Teil. Vielleicht sollten wir uns die Streichhölzer lieber doch aufheben. Wie viel haben wir denn noch? 7 Stück. Ach, jetzt kommen wir hier raus. Jetzt können wir das Tor öffnen. Das war ja von innen verschlossen. Alles klar. Ich weiß halt nicht, also... Die Strohmänner sehen ja aus wie diese Teile hier. Ob die sich daraus verwandeln, dass es schlauer ist, die alle abzubrennen oder nicht? Kann's euch nicht sagen. Ich würde es gerne wissen. Ich würde sagen, wir rufen nochmal unseren Truck hierher. Da kam es geflogen. Was für Kraft wir haben. Wir können ihn einfach so zur Seite schießen. Licht an. Zündung und dann fahren wir halt doch nochmal da hoch. Also ich glaube, hier haben wir jetzt soweit erstmal alles gesehen. Oh, jetzt ist er wieder schnell unterwegs. Da wird dann im Tunnel langsamer, ne? Ja, diesmal können wir hier relativ schnell durch. Komisch, dass das letzte Mal nicht geklappt hat. Wahrscheinlich Motorprobleme. Was liegt hier? Können wir mal kurz schauen. Das sind zwei tote Pferde. Weiß nicht genau, was der alte Mann mit dem Geschenk meinte. Davor war ja genau so ein Ding hier mit, weiß gar nicht, 2, 3, 4 Personen drin. Hier haben wir ein Bild von Serpentini. Ausstellung Neue Malerei.
Serpentini, Exposition de Malets Novs. Si la varte vos ein nom, in auto ving prevus, merai deser semchai. Ah, dann waren das wahrscheinlich die. Wir kommen ja mit unserem Truck hier links vorbei, ne? Könnte klappen. Jo. Oh shit. Würde ich sagen, wir fahren jetzt einfach mal hier hoch. Da unten warten die Strohmänner auf uns, aber die sind so hinter den Felsen. Dass ich die mit unserem Auto hier nicht so gut erwische. Sagt, das mit dem Anzünden müssen wir mal noch probieren, aber das würde ich vielleicht gerne probieren, wenn wir trotzdem eine Waffe haben. Dass, wenn es schief läuft, wir immer noch einen anderen Weg haben. So, hier haben wir einen. Und nochmal drüber. Ich hoffe nicht, dass das Teil hier irgendwann kaputt geht. Wäre äußerst schlecht. So, wir haben links ein Haus. Was steht da? Ah, hier geht's zum Honig. Honig brauchen wir. Und oben zur Seilbahn. Und links auch noch zur Brücke. Ach, ich hätte so gerne, dass es wieder Tag wird. Warum liegt hier Stroh? Warum haben wir eine Maske auf? Es ist alles so gruselig. So. Schon wieder. Haben hier wieder das Handling verbessert. Noch mehr Munition, noch mehr Wein brauchen wir nicht. Ich habe echt Angst, dass wir irgendwo am Anfang das Gewehr verpasst haben. Aber ich glaube, das hätte das Spiel schon so programmiert, dass das nicht passiert. Oder ich hoffe es zumindest. Wir haben hier noch einen Brief. Oder eher ein Gemälde von der Ziege. Wahrscheinlich die Kopflose, die uns gerade geführt hat. Gut, mehr ist hier leider auch nicht. Komisch, dass hier steht, dass es hier zum Honig geht. Wir fahren einfach mal weiter. Ui, uiuiui. Ui. Wir kommen wieder zu einem Tunnel und das wird dann wahrscheinlich hier nicht weitergehen, richtig? Yep. Bin kein guter Autofahrer, tut mir leid. Gut, also hier kommen wir definitiv nicht weiter. Hier ist bloß wieder so ein Bild, wo wir das Teil rufen können. Na gut, also wir müssen wohl oder übel da runter, wo die ganzen Strohmänner auf uns warten. Wir können es halt nur ausprobieren. Dann müssen wir uns doch ranschleichen. Und gucken, dass wir ein Streichholz nehmen können. Schade, dass wir die nicht so schnippen können, wie man das früher als Kind manchmal gemacht hat. Dass dann so ein brennendes Streichholz durch die Gegend fliegt. Hat er anscheinend in seiner Jugend nicht gemacht, kennt er nicht. Wäre aber eigentlich eine ganz coole Waffe. So, wir lassen den mal hier stehen. Da drin waren wir schon, da war die Waage. Beziehungsweise die Heuabladestelle. Hier haben wir ja definitiv auch schon alles uns angeschaut. Und die Musik wird direkt wieder gruseliger. Wo ist er denn? Da unten ist einer. Das ist bloß unser Auto. Aber ich dachte, ich habe vorhin mindestens zwei gesehen. Da hinten ist noch einer. Was ist schon wieder mit unserer Hand?
der uns jetzt gesehen? Hat er doch so eine große Range? Er kommt hier hoch. Die Sache ist, wir können ja nicht mal schlagen. Scheiße. Vielleicht können wir ihn hier hochlocken und doch mit unserem Auto überfahren. Ah, jetzt kommt er. Bitte nicht einstrohen. Verdammt. Können wir trotzdem so Auto fahren? Wir sehen bloß nicht viel. Komm schon, starte. Ah. Und nochmal drüber. Los. Jetzt haben wir selber Schaden gekriegt. Da ist der andere. Also die haben doch... Oh shit, der ist genau hinter dem Schild. Nein, nein. Wir kommen nicht durch. Komm, komm, komm näher, komm näher. Und nochmal. Komm wieder vor das Schild. Wo du deinen komischen Move machst. Nein, bitte nicht. Aber es hat gereicht zum Glück. Es hat nicht gereicht zum Glück. Bitte jetzt. Bleib liegen. Gut, hat gepasst. Es war, glaube ich, auch schon wieder ganz, ganz knapp vom Tod. Aber wir haben sie besiegt. Das ist die Hauptsache. Ich glaube, wir müssen trotzdem erstmal aussteigen. Wir sollten ja jetzt hoffentlich erstmal soweit safe sein. Weiß nicht, warum hier auch immer so viel davon rumliegt. Vielleicht kann man auch einfach das anbrennen und die hinlocken, dass sie da hinlaufen. Ich weiß es nicht. Wir müssen das alles noch rausfinden. Aber hier sieht es erstmal soweit gut aus. Ich glaube, wir haben erstmal alle im Gebiet. Was ist das? Warum ist aus seinem Rucksack Met? Ach du Scheiße. Wir haben doch den Ziegenkopf einstecken. Ziegenkopf? Da ist er. Hallo. Und dich mal ein bisschen streicheln? Du bist wach. Gar nicht gruselig. Die hast du dir seit. Die hat uns sicher dabei über die. Wasser für den Ziegenkopf finden. Hat ihn anscheinend überhaupt nicht interessiert. Ja, dann halt mit der Schüssel. Mit der Tasse wird es auch gehen. Ja, fand er anscheinend gar nicht so ungewöhnlich, dass der Ziegenkopf einfach auf einmal wach ist. So, und dann können wir jetzt im Inventar Schüssel an Ziegenkopf. Aber wie gebe ich es ihm? Muss ich es jetzt erst in eine Tasse umfüllen? Er wird doch daraus trinken können. Ja, ich hab's verstanden. Vielleicht müssen wir es doch vorher abkochen. Vielleicht eine Schickimicki. Eine Schickimicki-Ziege, die trinkt das nicht einfach so. Wo ist er jetzt hier drin stand, ne? Wasser für den Ziegenkopf finden. Kunden haben wir es, es ist aber noch nicht abgehakt. Und jetzt mäht es die ganze Zeit hinter uns. Lasst es mich nochmal eben probieren. Aber beides anklicken funktioniert nicht. Nee, geht nicht. Also entweder müssen wir es wirklich vorher abkochen. Ah. Alles klar, dann halt eben so. Sieht gar nicht gruselig aus. Reicht's? Nehmen wir dich wieder? Ich wollte es ihm schön in der Schüssel servieren, aber nein. Wird direkt so draus getrunken. Auf jeden Fall brennt da Licht da oben.
lasst uns nochmal eben hierher schauen. Hier haben wir bloß wieder das Gestell von Serpentini stehen. Was ist das? Gute Frage. Dann drück halt dagegen. Da war das jetzt. Ne, der Griff kann es nicht sein, dann wäre das Menü aufgegangen. Ein Gemälde von der Kleinen, also wird das vielleicht das Haus von Walter sein? Sei denn, denkt sich selber von Bilder von sich selber im Haus auf. Gehen erstmal hier rein, hier konnte ich schon ein bisschen reingucken. Leider kein Lichtschalter. Wir könnten hier Wasser abkochen und uns nochmal einen Kaffee reinhauen. Serpentini, Exposition, Pittura Moderna, Casa Sperlapon, Domenico Sarau. Kennen wir schon vom anderen Haus? Aber wenn mal eine kaputt geht, hätte ich jetzt gar nicht so schlecht gefunden, aber okay. Packen unten erstmal ein Holz rein. Ein dort. Wir haben zwei Fächer. Da oben die Schüssel bitte. Danke. So. Hier ist Holz schon drin. Kaffee rein. Und unten musste ja dann eigentlich Feuer hin. Aber okay, zweite Fach ist wieder nur Deko. Wir kochen uns einen, trinken den diesmal aber nicht direkt. Ich glaube, den hauen wir uns wirklich einfach rein, bevor wir auf Angriff gehen. Was ist da unten? Oh, der alte Mann ist da unten. Ist der das? Also Hut passt auf jeden Fall. Wir können mal kurz zwischenspeichern. Maximale Gesundheit erhöht. Manchmal lohnt es sich, Gegenstände im Inventar von verschiedenen Blickwinkeln anzuschauen. Il titolo del codice, il prigioniere della montagna. L'autore era Serpentini. El era in del giudice la montagna e mi vision de lui era. Curzo entre che l'agio scritto quel roman e ha erst preus sin in natura de manaevel del pez mondeon. In san flau il manuscritto in sia stanza de lavore pubblicau il codice postum. Okay, ja, das war der mit dem Gewehr in der Hand in der Vision. Mehr gibt's anscheinend nicht zu holen. Wir nehmen uns unseren Kaffee noch mit. Gib mir meinen Kaffee. Jetzt haben wir ihn. Und die Schüssel würde ich auch ganz gern wieder mitnehmen. Vielen Dank. So, jetzt müssten wir ja den Kaffee... Genau, den haben wir. Macht mir Angst. Klang auf jeden Fall etwas gruselig. Ist das ein Bett? Sollte mich zuerst um Ziegenkopf kümmern. Hat doch alles gekriegt, hat er was zu trinken gehabt? Kaffee gebe ich dem nicht. Anscheinend nichts, was wir aufheben sollen, nö. Auch wieder abgeschlossen. Na gut, einen Raum haben wir, glaube ich, noch. Ah nein, hier ging's raus.
Da drüben ist die Brücke, aber sie scheint zerstört zu sein. Natürlich, was auch sonst. Und was sollen wir denn mit Ziegenkopf machen? Honig finden und den Bunker finden. Mit Ziegenkopf geht's doch eigentlich gut. Hm? Grazie. Sie kann reden. Cioè, ti sa cincià? Naturalmente. Co, ti sei una caura? Allora, il ciao di una caura. Du, so meglio, scos graflaio. Ich bin vielleicht manchmal zickig, aber... Ci. Adündels omens. Ci affacquis cumai. Sai sprecaut, tis man na plaja. Vide ci regordi o tai? Nein, vli d'acqua ce l'avevano. Una mida mes uman. O se sto a far la posa e tornare in massemi sombr. In giù ma stu cetada. Io ho un flauto e la caplota stira. Oh, kleine Geschichte erzählt, ist es gleich eingeschlafen. Lasci drumiella. Hast du se calaparo zu dem flein leg. Das haben wir ja gut hingekriegt. Jetzt nochmal ausruhen drücken. Gerne Bein. Ach, wir haben nochmal gut nachgesagt. Klar, fein. Ja, ein Bett haben wir ja schon gefunden. Das passt ja soweit. Dann hauen wir uns auch hier ins Bettchen und machen damit auch ein Folgenende. Ich danke euch erstmal fürs Zuschauen. Morgen 12 Uhr geht's dann weiter. Bis dahin, macht's gut.